Die ZF Friedrichshafen AG ist weiter auf Erfolgskurs. Auf der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart stellt der Konzern die Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 vor. Der Umsatz ist auf Rekordniveau, das operative Ergebnis liegt um 25% zu und auch die Zahl der Mitarbeiter ist deutlich gewachsen. Der Umsatz hat sich gegenüber 2010 noch einmal deutlich gesteigert, von 12,9 auf 15,5 Milliarden Euro. Ein Plus von 20%. Wachstum auch bei den Beschäftigten. Knapp 7.000 zusätzliche Mitarbeiter, allein 3.000 in Deutschland, hat das Unternehmen eingestellt. Zum Jahresende 2011 waren es rund 71.500, ein Plus von 11%. Die Investitionen in Sachanlagen sind ebenfalls deutlich gestiegen. Mit über 1 Milliarde Euro investierte ZF doppelt so viel wie im Vorjahr. Für 2012 prognostiziert das Unternehmen bereits 1,5 Milliarden Euro. Wachstum gab es vor allem in Nordamerika und Europa. 2/3 des Umsatzes erzielt ZF an internationalen Standorten. Das Geschäft im Kernbereich der Antriebs- und Fahrwerkstechnik konnte weiter ausgebaut werden. ZF investiert aber auch weiter in Zukunftstechnologien, beispielsweise in die Elektrifizierung des Antriebsstrangs oder die Windkraft. Der scheidende ZF-Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Herter sieht das Unternehmen vor allem international gut aufgestellt. Unser Footprint ist weiter ausgebaut worden. Sie haben die Zahl gehört. Wir verfügen über 121 Operationen in 27 Ländern. Und ich sage es mal etwas salopp, dort, wo Teile der Autoindustrie noch hingehen wollen, die ZF ist schon da. Mit diesen hervorragenden Zahlen übergibt Hans-Georg Herter die Geschäfte zum 1. Mai an seinen Nachfolger Dr. Stefan Sommer. Der bisherige Materialwirtschaftsvorstand blickt optimistisch in die Zukunft. Wir erwarten in diesem Jahr unseren Wachstumskurs fortzusetzen und ein Umsatzvolumen von ca. 17 Milliarden Euro in diesem Jahr zu erwirtschaften. Das wird in der Perspektive über die genannten Technologien bis zum Jahr 2015 auf über 20 Milliarden anwachsen. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll weiter wachsen. 4.500 neue Stellen sind geplant. Für Dr. Sommer ein wichtiger Baustein. Die Leistung der Mitarbeiter trägt das Unternehmen. Und insofern ist es eigentlich das wichtigste Element, dass die Mitarbeiter verstehen, wo die Herausforderungen im Unternehmen sind, wo das Unternehmen mit hin will. Und insofern ist die Leistung unserer Mitarbeiter eigentlich die Substanz, die das Unternehmen in die Zukunft führt. ZF ist gerüstet für weiteres Wachstum im Jahr 2012.